The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Heiligung ist der Sabbat halber. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Aber am siebten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Gott hat in seinem Wort gesagt, dass der siebte Tag ein Zeichen sei zwischen ihm und seinem auserwählten Volk. Ein Zeichen von dessen Treue. Der siebte Tag ist der von Gott ausgewählte Tag. Er hat diese Angelegenheit nicht von Priestern oder Herrschern umformen lassen. Sie ist zu wichtig, als dass man sie dem menschlichen Urteilsvermögen überlassen könnte. Gott wusste, dass die Menschen die eigene Bequemlichkeit suchen und einen Tag wählen würden, der ihren Neigungen am meisten entgegenkam. Ein Tag, der auf keiner göttlichen Autorität beruht. Und er hat deutlich erklärt, dass der siebte Tag der Sabbat des Herrn sei. Jeder Mensch in Gottes Welt ist den Gesetzen seiner Regierung unterworfen. Gott hat den Sabbat mitten in das Herz des Dekalogs gesetzt und ihn zum Prüfstein des Gehorsams gemacht. Durch ihn können wir etwas über seine Macht erfahren, wie sie sich in seinen Werken und in seinem Wort zeigt. Die Menschen hätten nicht entschiedener gegen Gottes Werk und sein Gesetz opponieren können, als durch das Halten eines Tages, der nicht ein einziges Zeichen von Heiligkeit trägt, und durch die Behauptung, an diesem Tag Gott anzubeten. Die Menschen, die sich am Gesetz vergangen haben, indem sie einen falschen Sabbat anstelle des heiligen Sabbats Gottes einsetzten und die Heiligung dieses falschen Sabbats erzwingen, erhöhen sich über Gott und ehren die Fälschung mehr als das Echte. Angebliche Christen, die Gottes heiligen Ruhetag zugunsten eines falschen Sabbats ignorieren, behaupten, geheiligt zu sein. Gott aber sagt, dass die von ihm stammende Heiligung denen geschenkt wird, die ihn ehren und achten, indem sie seine Gebote befolgen. Die Heiligung, die von den Menschen beansprucht wird, die mit der Übertretung fortfahren, ist eine falsche Heiligung. So wird die religiöse Welt vom Feind Gottes und des Menschen irregeführt. Die Menschen haben viele Künste gesucht. Sie haben einen gewöhnlichen Tag genommen, auf den Gott keine Heiligkeit gelegt hat, und haben ihn mit heiligen Vorrechten ausgestattet. Sie haben ihn zum heiligen Tag erklärt, aber dadurch erhält er keine Spur von Heiligkeit. Die Menschen entehren Gott, indem sie menschliche Einrichtungen akzeptieren und der Welt einen Tag als den christlichen Sabbat hinstellen, der sich für seine Autorität auf kein "So spricht der Herr" berufen kann. The Lord is coming. Are you ready?